Paragorion war schwach. Ich wünsche nicht, in die elterlichen Fußstapfen zu treten. Passt nicht zu Talisa. Er war ein guter Mann, doch ich würde lieber meinen eigenen Weg gehen, genau. Ich wollte euch nicht das Gegenteil vorschlagen. Welche Motive ihr auch habt, es ist stets klug, unabhängig zu sein. Meine Bedenken sind nur, dass es euch schwerer fällt, eurer Abstammung zu trotzen, als den meisten anderen. In euren Adern fließt böses Blut. Auch wenn Gorion tat, was er konnte, euch rechtschaffen zu erziehen. Ihr habt zudem hungriges Blut und es wird euch nicht loslassen ohne Kampf. Was auch immer geschieht, mit dem, was einem in die Wiege gelegt wurde, muss man zu gegebener Zeit fertig werden. Ich hoffe, ihr habt den Willen, eurem Innersten gegenüberzutreten. Ich erobere alles, ob von innen oder aus der Ferne. Ich weiß wenig davon, was kommen wird, doch ich tue, was am besten ist. Ich bin sicher, dass die Zukunft Gutes für euch bereithält. Fürs Erste begleiten euch meine guten Wünsche und ich werde euch einige Namen nennen. Scar von der Flammenden Faust ist ein guter Mann und vertrauenswürdig. Von dem wurden wir ja schon draußen begrüßt, also ist es gut, dass wir ihm gesagt haben, was der Eisenturm plant. Herzog Eltal ist ebenfalls rechtschaffen. Beide solltet ihr glauben, was sie euch sagen. Ich verabschiede mich und wünsche euch alles Gute. Da geht Elminster hin. Wieder ist Elminster aufgetaucht. Doch diesmal war er etwas freizügiger mit seinen Informationen. Er kannte Gorion offensichtlich gut und fand, dass er der richtige Mann war, der sich um mich kümmern sollte. Er sprach auch von bösem Blut und einem Makel, der mich verzehren wird, wenn ich nicht aufpasse. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich werde seine Warnung befolgen, kann mich jedoch nicht lange damit befassen. Er hat mir aber ein paar Namen von Leuten genannt, die er als vertrauenswürdig erachtet. Scar von der Flammenden Faust und Herzog Eltern. Ihnen kann ich wohl glauben, wenn mir ein Winster das empfiehlt. Gut. Wir haben hier auf jeden Fall Bürgerliche und Bettler. Diese Gruppe ist nichts leichter als ordentlich viel. Und Edelbänner. Aber als Erstes suchen wir mal. Hier haben sich auch ein paar Bürgerliche versammelt. Als Erstes suchen wir ein Wirtshaus. Denn unsere Gruppe sieht ziemlich mitgenommen aus. Gehen wir erstmal nach Süden entlang. An der Mauer entlang. Ein Bettler. Die werden wahrscheinlich nur Münzen wollen. Verzeiht die Dame. Aber ich habe seit drei Tagen nichts mehr gegessen. Bitte nur eine Münze. Endlich mal jemand, der Talisa als Dame erkennt. Hier eine Goldmünze, armselige Kreatur. Klingt zwar ein bisschen ruppig. Ihr seid ein Engel, gnädige Frau. Aber das andere ist noch schlimmer. Ich bin ein Prachtweib. Findest du nicht? Okay. Was die da hinten in der Ecke treiben. Ich bin ein Prachtweib. Findest du nicht? Nein, finde ich nicht. Man merkt, dass es dunkel wird im Baldur's Gate. So, damit haben wir schon mal das zweite Gebiet freigeschalten. Und ihr seht, die Gebiete sind proportional zur Stadt recht klein. Nichts leichter als das. Ich hoffe eigentlich, dass ich hier bald eine Taverne finden kann. Wir könnten hier in die Kanalisation. Oh, das hier sieht gut aus. Wie heißt du? F-Gesang. Ich glaube, da hat jemand das L vergessen. Ja, wenn niemand besser geeignet ist. So, ein leeres Fass. Ja? Vor der Taverne. Nichts leichter als das. Wir gehen jetzt erstmal in die Taverne. Was willst du? Nichts leichter als das. Ja, ihr seid also alle Kämpfer, Magier und Monstertöter. Wie? Ist ziemlich direkt. Das müsste der Kumpel hier sein. Oder? Ja, denke ich mal. Nee, das ist Minsk.
Wer spricht mit Stad gerade an? Das kann ich nicht erkennen. Wir mögen nicht alle Kämpfer und nicht alle Magier sein. Aber jeder von uns hat schon ein Monster in seinem Todeskampf geschickt. Warum fragt ihr? Entlang der Straßen sieht man Räuber aller Art. Durch am furchterregendsten sind die Hobgoblins. Tut uns doch einen Gefallen und durchbohr sie mit dem Schwert. Ach, das warst du hier und jetzt bist du gegangen. Okay. Ein bürgerlicher. Das hier sieht wie Privatzimmer aus. Naja, das Ding heißt Elfgesang. Also kann ich mir schon mal vorstellen, dass hier bestimmte Sachen abgehen. Man denke nur an den salzigen Masters Pillars of Eternity. Gut. Haben Sie etwas gesagt? Ich würde vorschlagen, wir trinken jetzt erstmal eine Runde, da wir jetzt im Baldur's Tor angekommen sind. Hört uns die Gerüchte an, die der Schankwirt hier zu sagen hat. Erst einmal. Achso, was Teures. Met. Trinken wir mal ein Papier. Sieht so aus, als wäre das Eisenproblem Naschke gelöst. Eine Gruppe von Söhnen sind in die Minen rein und haben damit die Ursache des Ärgers aufgeräumt. Tapfere Leute sind einfach da rein zu gehen und zu bekämpfen, was auch immer da unten war. Okay, dann noch ein paar Weine. Kalle, trink auch was. Die Gemeinschaft der sieben Sonnen hat sich in dieser Zeit sehr sonderbar benommen. Die Gemeinschaft scheint es darauf abgesehen zu haben, Geld zu verlieren. Selbst so ein einfacher Schandfürst wie ich kann sehen, was für dumme Entscheidungen die manchmal treffen. Der Eisenthron wird deshalb jedoch nicht traurig sein. Durch die Fehler der sieben Sonnen, hier steht Seven Suns, können sie sich immer mehr ausbreiten. Ja, das hat uns mehr interessiert. So, jetzt mieten wir erstmal ein gutes Zimmer. Gucken wir mal kurz in unser Tagebuch. Es werden mir immer mehr Geschichten über meine Taten verbreitet. Doch ich bin nicht sicher, ob mir die Bezeichnung Söldner gefällt. Nee, bestimmt nicht. Die Gemeinschaft der sieben Sonnen hat in letzter Zeit schlechte Geschäftsentscheidungen getroffen, so dass der Eisenthron seine eigene Macht ausbauen konnte. Mhm. Was wollt ihr? Das reicht erstmal an Informationen. So, wer bist du? Du siehst anders aus als die normalen Leute hier. Du bist eine Magd. Bitte, sucht euch einen Platz aus. Ey, was stört ihr mich? Ich habe zu tun, okay. Hallo! Mich meine. Hallo! Der hat entweder Asthma oder ein an der Waffel. Hallo, psst, Räusper, guten Tag. Dürfte ich vielleicht ganz kurz um eure geneigte Aufmerksamkeit bitten? Oh, das ist ganz schön interessant, wie unbemannt. Ihr findet das wahrscheinlich nicht. Ihr kennt wohl sowas schon. Was redet der? Naja, wie soll ich mich ausdrücken? Ihr sucht doch bestimmt Arbeit. Wir sagen, ich hätte da was für euch, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hätte da einen kleinen Auftrag für euch, sozusagen. Einen Auftrag. Aber oberste Geheimhaltungsstufe, wie man wohl in euren Kreisen zu sagen pflegt. Verstehe ich euch richtig? Ihr wolltet sich etwas tun, worüber ich nicht mit Stolz berichten kann? Ich bin nicht jemand, den man aus einer Schenke anheuern kann. Ich habe anderes zu tun, schert euch weg. Nehmen wir mal das hier. Ich verlange nichts weiter von euch, als dass ihr mir einen Gegenstand beschafft, der sich derzeit im Besitz von jemand anderem befindet. Super, eine tolle Umschreibung dafür, dass wir jemanden beklauen sollen. Das soll nicht heißen, dass ihr etwas stehlen sollt. Doch. Man könnte es vielleicht eher... Naja, eigentlich kann man es nur stehlen nennen. Aber es ist ja nur dieser eine Gegenstand und es soll auch niemand dabei zu Schaden kommen. Illegal, was? Was springt für mich dabei heraus, ein solches Risiko einzugehen? Das würde keiner in unserer Gruppe sagen. Nichts da, mein Herr, seid dankbar, dass ich euch nicht der Wache ausliefere. Talisa ist nicht ganz so eine.
Rechtsfanatikerin. Ich höre, doch sind meine Ohren in letzter Zeit etwas schlechter geworden. Vielleicht sollte ich sie mit klingenden Münzen noch einmal testen. Nein. Wie ist die Lage, mein kleiner Freund? Das nenne ich Entschlossenheit. So ein kleines Eigentumsdelikt hat noch keinem geschadet. Naja, mir jedenfalls wird es nicht schaden. Am liebsten wäre es mir, wenn bei dieser kleinen Aktion auch niemand anderes etwas zustoßen würde. Also er ist schon mal kein Mörder und er geht nicht auf Kosten anderer. Es geht einfach nur um den Leiherwerb des fraglichen Gegenstandes und ich erwarte mir von euch, dass ihr dabei so taktvoll wie nur irgend möglich vorgeht. Es handelt sich um ein Gaunestück, das eines Danilo Tan aus Tiefwasser würdig wäre. Und ich bezahle euch gut dafür. 500 Goldmünze für eine einzige Nachtschicht. Zulagen inklusive, wenn das kein Angebot ist. Ich habe keine Lust, von einer Gefängniszelle aus berühmt zu werden. Schwört euch mitsamt eurem Angebot zum Teufel. Ich denke mal, wir sollten das erstmal anhören. Ihr könnt aufhören, mich zu begeistern zu wollen. Ich bin interessiert. Sagt mir einfach, worin der eigentliche Auftrag besteht und warum ihr bereit seid, ein solches Risiko auf euch zu nehmen. Okay, längerer Text. Sehr langer Text. Oh, es handelt sich um ein gar wundersames Schmuckstück. Ein zu höchst erstaunliches kleines Spielzeug aus dem fernen Lantern. Wie hieß es doch gleich? Oh ja, ein Teleskop. Ausgerechnet so nennen sie es. Welch irreführende Bezeichnung für ein Artefakt von solch ausnehmender Kunstfertigkeit. Goldenes Fernschweif sondergleichen. Das wäre ein Name, der seiner hohen handwerklichen Güte angemessen wäre. Man findet dergleichen diesseits des Meeres ohne Spuren nicht ein zweites Mal. Die meisten Blumen sind in gewisser Weise auf Edelsteine fixiert, doch ich teile diese Vorliebe meines Geschlechts nicht. Ich ziehe den Glanz des Metalls und die Feinheit der mechanischen vor. Zwar stehe ich nur wenig vor der Funktionsweise, doch halte ich es dennoch für eine Sünde, ein solches Stück einfach wegzuschließen. Es ist zum praktischen Gebrauch bestimmt. Dazu, dass es von liebevollen Händen gehalten wird, und wenn diese Hände nun zufällig die meinen sind, umso besser. Das Teledingens wird im Haus der Wunder zur Schau gestellt, und würde ein anderes besitzen, so könnte man es vielleicht kaufen. Sicherlich wisst ihr, dass das Haus der Wunder zum Hohen Haus gehört, dem Tempel des Gond. Der ist der Gott der Handwerkskunst und des Erfindergeistes. Und daher verehren seine Anhänger alle mechanischen Gerätschaften und wollen sich um keinen Preis von ihren Reliquien trennen. Sie erweisen damit der Technik einen Bärendienst, wie ich finde. Indem sie die Gerätschaften hinter verschlossenen Türen halten, verhindern sie, dass verständige Hände ihre Finessen erkunden. Das Teledingsbums ist nicht dafür gemacht, dass irgendwelche religiösen Einfacher ihren Götzendienst darum veranstalten. Es gehört hier in die Hände von jemandem, der es wirklich zu schätzen weiß. Ohne unbescheiden wirken zu wollen, dieser jemand bin ich. Ich könnte mich ja auch mit einem Replik zufrieden geben, aber das wäre wie ein falscher Diamant. Es ist einfach nicht dasselbe. Gut, was können wir dazu sagen? Also er ist ein ziemlicher Schaumschläger und redet ziemlich hoch. Ihr solltet eure Maßstäbe tiefer ansetzen, bevor sie euch in den Kerker bringen. Das Haus der Wunde ist nahezu uneinnehmbar, ein wahrhaftes Bollwerk. Ich werde meinen Namen nicht für ein solch tollkühnes Vorhaben aufs Spiel setzen. Wenn ich das zu ihm sage, haut er ab und sucht sich andere Trottel, die im Knast landen für ihn. Und das wird er bestimmt. Das ist wahrhaftig eine schwierige Aufgabe, die mir vorsitzt, Kleiner. Aber ich werde die Herausforderung annehmen. 500 Goldmünzen für all das, hä? Ist kein schlechtes Angebot. Aber ich denke, ihr könntet ein besseres machen. Wir nehmen erstmal das mittlere. Und dann hoffen wir mal, dass wir im Haus der Wunder mit irgendjemandem darüber reden können. Vielleicht haben die ja eine Idee. Wenn nicht, dann gehen wir zur flammenden Faust und verraten ihn. Dann wird er halt festgenommen. Ausgezeichnet. Oh, das wird ein herrliches Blumenstück. Nun gut, ich will euch nicht von euren Vorbereitungen abhalten. Jetzt könnt ihr mal beweisen, was wirklich in euch steckt. Ein ausgefuchster Luderjan wie ihr wird sich gewiss den Laden erstmal gründlich ansehen wollen. So sagt man wohl in eurer Branche. Die Wachwechsel abpassen und all das. Ach, ich wünsche mir, ich könnte dabei sein. Mich dünkt,
All das so märchenhaft. Doch ich muss mich nun verabschieden. Sobald der Einbruch gemeldet worden ist, treffen wir uns wieder hier. Ja, er ist einfach zu köstlich. Ah, Tagebuch aktualisiert. Wir haben zugestimmt, einem Gnomen als Brevik ein Teleskop zu stehlen. Das Teleskop befindet sich im Haus der Wunder. Brevik wird beim Elfgesang auf uns warten. Gut, so viel schon mal dazu. Gucken wir jetzt mal ein Stockwerk höher. Wenn Minsk nicht festhängt. Du siehst auch wichtig aus. Ebenfalls siehst du bewaffnet aus. Und du bist ein Raufbold. Und du bist auch ein Raufbold.